Ja, das kann man durchaus als einen Pluspunkt sehen, aber man muss auf der anderen Seite auch gleich wiederum sagen, wann kommt der Mindestlohn? Er kommt erst für alle 2017. Da geht noch viel Wasser durch den Rhein. Wir haben bis dahin noch eine Inflationsrate. Da kann man noch mal mit einer Entwertung mit Sicherheit von 4% ausgehen. Das muss man auch sehen. Dann muss man auf der anderen Seite beim Mindestlohn in aller Deutlichkeit sagen, diese 8,50 € sind ein Armutslohn, der dort verhandelt worden ist. Denn wenn Sie den Median, also das mittlere Einkommen in Deutschland nehmen und davon 60%, dann müsste der mindestens bei gut 9 € brutto die Stunde liegen und verhandelt wurden bekanntlich 8,50 €. Und damit ist ein Armutslohn verhandelt worden für Menschen, die arbeiten. Das ist nicht akzeptabel. Und da muss man beim Mindestlohn auch noch sehen, wie wird die Entwicklung sein, wie wird der angepasst, wird zukünftig dann ab 2017 die Inflationsrate jährlich berücksichtigt. Das sind alles noch offene Fragen. Ja, und bezüglich der Leiharbeit, also die gehört in meinen Augen völlig abgeschafft. Es gibt überhaupt keinen Grund für Leiharbeit, dass man Menschen quasi durch andere Menschen vermitteln lässt und die dann noch an der Wertschöpfung dieser Menschen Geld verdienen. Das ist nicht akzeptabel in einer Volkswirtschaft, die hochproduktiv ist, die hochinnovativ ist. Diese Volkswirtschaft benötigt keine Leiharbeit. Deshalb plädiere ich auch seit Jahren dafür, da endgültig Schluss mitzumachen. Aber auch hier hat die SPD sich gegenüber der CDU, CSU in der Großen Koalition nicht durchsetzen können und sie wollte es auch wohl überhaupt nicht, das muss man auch sagen. Wo sehen Sie denn jetzt im Bereich Wirtschafts- und Sozialpolitik denn noch weitere Pluspunkte in dem Koalitionsvertrag? Man muss sicherlich einen Pluspunkt sehen in der Rentenfrage. Also Menschen, die 45 Jahre Beiträge gezahlt haben, 45 Jahre gearbeitet haben oder auch für eine gewisse Zeit arbeitslos waren, das muss ja auch noch verhandelt werden, wie viel arbeitslose Zeit dort dann berücksichtigt wird innerhalb der 45 Jahre. Aber das ist sicherlich vernünftig richtig, die Menschen dann abschlagsfrei mit 63 in die Rente gehen zu lassen. Das gilt sicherlich auch für die Mütterrente. Da sind Pluspunkte erzielt worden. Das muss man auf der Habenseite oder auf der Positivseite vermerken. Dann hört es aber auch schon fast auf. Wesentliche Fragen, was Europa anbelangt, was Massenarbeitslosigkeit anbelangt, für die Arbeitslosen, da habe ich gar nichts gehört, da tut diese große Koalition überhaupt gar nichts. Das muss man ganz scharf kritisieren. Und was die Europapolitik anbelangt, das haben wir ja jetzt gerade auch bei der ersten Regierungserklärung durch Frau Merkel gesehen, da will sie voll den Deutschen aggressiven Außenwirtschaftskurs weiterfahren, der bereits gescheitert ist, weil er die anderen Länder in die Verschuldung treibt. Das macht offensichtlich die SPD anstandslos mit. Also da kann ich überhaupt keine Vorteile oder beziehungsweise eine veränderte Politik erkennen. Im Gegenteil, da ist auch in Zukunft Schlimmstes zu befürchten. Vielleicht zur Europapolitik kommen wir vielleicht noch. Heute hat ja der EU-Gipfel in Brüssel begonnen. Jetzt würde ich noch mal zum Bereich Steuergesetzgebung kommen wollen. Die SPD stand ja für Steuererhöhungen. Findet sich denn da irgendwo was in diesem Koalitionsvertrag oder in den Aussagen der Politikerinnen und Politiker der Großen Koalition, das auch an Unternehmen herangegangen wird, an Konzerne, an die Reichen, dass die stärker in die Pflicht für den Sozialstaat genommen werden? Ja, da finden wir leider gar nichts. Das ist ja auch das völlige Versagen der SPD bezüglich der Steuerpolitik. Da hat sie nichts, nicht mal Spurenelemente ihres Wahlprogrammes durchsetzen können. Und das wäre dringend notwendig. Wir werden es nicht schaffen, den völlig unterfinanzierten deutschen Staat nur über Wachstumsraten, die dann natürlich zu mehr Steuereinnahmen führen, aus dieser Unterfinanzierung herauszubringen. Sobald die Konjunktur wieder einbricht, wird auch wieder der Staat sich massiv verschulden müssen. Dann schlägt die Schuldenbremse zu. Dann kommt es zu einem Parallelverhalten. Das heißt, am Ende werden die Schulden noch größer sein und dann weiß Politik in Berlin nicht mehr ein noch aus. Das wird so kommen, da können Sie ganz sicher sein, weil sich hier die SPD in Sachen Steuerpolitik, was ja richtig war, was sie gefordert hat in ihrem Wahlprogramm, überhaupt nicht hat durchsetzen können. Auch ein ganz wichtiger Bereich eigentlich,
den ich auch in den Medien gar nicht mehr wahrnehme, ist ja eigentlich die Forderung, und dann hat ja die SPD und die Grünen und auch die Linkspartei in ihrem Programm, ist die Forderung nach einer Bürgerversicherung. Diese Diskussion findet ja praktisch anscheinend nicht mehr statt. Die findet auch nicht mehr statt. Das ist ein weiter Maluspunkt dieser großen Koalition. Das sehe ich genauso. Da erwartet man oder hätte man erwartet mehr Solidarität, auch im Krankenbereich, Krankenversicherung. Da wissen wir auch, dass viele Krankenhäuser in Deutschland völlig unterfinanziert sind. Sie erleiden große Verluste. Da will die Große Koalition auch überhaupt nicht dran. Hier will man offensichtlich auch den neoliberalen Weg der weiteren Privatisierung gehen, des weiteren Personalabbaus. Also da ist nichts Positives, auch in diesem Punkt nichts Positives zu erwarten. Sie haben vorhin die Europapolitik angesprochen und heute beginnt in Brüssel der EU-Gipfel. Dort geht es um einen sogenannten Wettbewerbspakt. So als Laie versteht man das alles gar nicht, was da eigentlich verhandelt wird. Das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC hat sich dazu Wort gemeldet und sieht in diesem Projekt, ich zitiere das jetzt, eine weitere Etappe zur Verschärfung einer wettbewerbsorientierten Politik. Nach Ansicht von ATTAC drohen mit diesem Wettbewerbspakt massive Kürzungen im Sozialsystem, Privatisierungen, ein weiterer Abbau von Arbeitnehmer- und Verbraucherrechten. Und das soll dann eben nicht nur, Sie machen das deutlich am Beispiel Griechenland, wie mit Griechenland verfahren wird von der Troika, das soll nun für alle EU-Staaten gelten. Ist das das, was die EU und unter Federführung von Angela Merkel hier auf den Weg bringen will? Ja, das ist Neoliberalismus pur. Da ist nichts begriffen. Frau Merkel und die Bundesregierung, Herr Gabriel, fahren diese unsägliche Politik. Man glaubt, durch Wettbewerb könne man das Ganze heilen. Dem will ich nur mal zurufen, wenn alle im Wettbewerb stehen, dann bedeutet das, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Das hat die Vergangenheit ja schon gezeigt. Man benutzt zunächst einmal oder sagt, man müsse jetzt überall kürzen, einsparen, um im Wettbewerb dann zu obsiegen. Das mag man dann ja vielleicht am Ende auch tun. Das gilt aber dann nur für einige wenige. Und es wird auf der anderen Seite Verlierer geben. Und da ist überhaupt die Frage dann nicht geklärt, was machen wir denn da mit den Verlierern? Die Verlierer sind doch jetzt schon da, Griechenland, die südeuropäischen Länder. Sie sind deshalb da, weil in der Vergangenheit Deutschland alles niederkonkurriert hat. So, und diese unsägliche Politik betreibt diese Bundesregierung 1:1 weiter. Und da glaubt man, man könne damit Europa stabilisieren, Europa harmonisieren, Europa insgesamt, die einzelnen EU-28 Länder weiter nach vorne bringen, in den Ländern weitere Wohlfahrt entwickeln. Also da muss ich Ihnen ganz klar sagen, das ist die Quadratur des Kreises und die geht bekanntlich ganz schlecht. Ich sehe das immer so ein bisschen aus meinem ganz persönlichen Standpunkt. Was bringt es denn mir persönlich, wenn Deutschland oder die EU wettbewerbsfähiger ist? Bringt mir das was für ein gutes Leben? Bringt mir das mehr soziale Sicherheit, ein gesichertes Auskommen? Hilft mir das dabei? Nein, natürlich nicht. Dass man zunächst einmal den Ländern, die vermeintliche Vorteile erzielen können, vermeintliche Sieger sind, dass man denen sagt, wir müssen jetzt hier im Inland darben, bestimmte Schichten natürlich, nicht alle, damit wir dann dieses Darben sozusagen, diesen Verzicht weitergeben können in abgesenkte Preise, damit wir die anderen, die da nicht mehr mithalten können da draußen, damit wir die niederkonkurrieren und dann hätten wir einen Vorteil. Ja, das ist dreifach, vierfach falsch. Die, die heute dafür darben müssen, die werden am Ende des Tages auch nicht den Vorteil bekommen. Und die anderen, die wir da niederkonkurriert haben, die liegen dann im Grunde im Staub. Dem muss man dann helfen. Das sehen wir dann ja. Da müssen Rettungspakete gemacht werden, um ihm wieder zu helfen. Und dann kommen wieder diejenigen, die heute gewonnen haben und geben dann ihre Überschussgelder diesen, damit sie überhaupt weiter überleben können. Das ist doch alles völlig daneben. Das führt zu keiner Entwicklung für die einzelnen Menschen. Und darum geht es doch eigentlich in Politik, dass Politik den Auftrag hat. Und das möchte ich hier nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Politiker sind nichts anderes als auf Zeit gewählte Volksvertreter. Und von denen sollte man eigentlich erwarten können, dass sie dann auch sich für das Volk holistisch, ganzheitlich einsetzen und nicht schnöde Partialinteressen von wenigen befriedigen. Wer sind die wenigen? Ja, das sind wie immer in einer Gesellschaft, sind das die, die oben an der Spitze stehen, die Herrschaft ausüben können, die Reichen und Vermögenden, die über Geld verfügen, die ihre Geldmittel einsetzen als Macht. Das sind die, die davon profitieren am Ende.
Man muss sich mal vorstellen, dass jetzt zum Weihnachtsfest, wo alle ja in Besinnlichkeit machen, wird es über Weihnachten Menschen geben in Deutschland, einem der reichsten Länder der Erde in Summe. Da stellt man Menschen, Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern, stellt man den Strom ab. Die sitzen über Weihnachten ohne Strom in ihren Wohnungen und teilweise können sie ihre Wohnungen nicht beheizen. Suppenküchen in fast jeder größeren Stadt in Deutschland. Und das im Jahre 2013, Ende 2013. Und das will ich auch nochmal sagen, das sagen ja auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten, im nächsten Jahr soll die deutsche Wirtschaft real mit 1,8% wachsen. Schön und gut. Hoffen wir mal, dass es klappt. Aber dann sagen die Institute auch, die Deutschen werden im nächsten Jahr 280 Milliarden Euro wieder sparen. 280 Milliarden Euro sparen. Und das vor dem Hintergrund auf der anderen Seite von Massenarbeitslosigkeit im Land. Und von diesen 280 Milliarden Euro, die die Deutschen in Summe im nächsten Jahr sparen werden, werden sie aber nur 80 Milliarden im eigenen Land netto investieren. Das heißt, 200 Milliarden der deutschen Ersparnis im nächsten Jahr geht ins Ausland. Und da reden wir hier in unserem Land, da reden Politiker in unserem Land, wir müssten den Gürtel noch enger schnallen, damit die Reichen offensichtlich noch reicher werden. Das kann man nur noch einem wirklich dummen Menschen, wirklich, der muss richtig dumm sein, nur noch einem wirklich dummen Menschen klar machen. Aber offensichtlich gibt es davon sehr viele in unserem Land. Vielleicht zum Schluss noch mal zurück zur Großen Koalition oder was da vielleicht eine bessere Alternative gewesen wäre. Wäre in Ihren Augen Rot-Rot-Grün da besser gewesen? Ja, wenn man sich die Parteiprogramme übereinander legt, ja, dann ist man schnell mit der Analyse fertig. Natürlich, da war ja fast Deckungsgleichheit. Ja, wenn ich mir das Parteiprogramm der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der Linkspartei anschaue, da war fast Deckungsgleichheit gegeben. So, und deshalb versteht man das ja auch rational nicht. Das kann man ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, dass es nicht zu dieser Koalition gekommen ist. Denn die Mehrheit war dafür da. 9 Abgeordnete hätte es im Parlament mehr gegeben. Ich erinnere mich nochmal an Konrad Adenauer. Der hat in seiner ersten Regierungszeit mit einer Stimme mehr, mit seiner eigenen 4 Jahre komfortabel regiert. Also das wäre möglich gewesen. Aber offensichtlich ist das hier auch an der SPD-Spitze gescheitert, die diese Koalition ja nicht wollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber da muss man auch nochmal in aller Deutlichkeit hier sagen, das will ich auch hier sagen, dass die jetzige Parteispitze im Grunde genommen alle, wie sie da sind, vielleicht mit Ausnahme von Frau Nahles, die sich jetzt ja einen Staatssekretär sozusagen geholt hat, Asmussen, der bekannt ist als Neoliberaler pur, den holt sie sich ins Bundesarbeitsministerium, da spricht ja auch Bände. Und dass alle, die da jetzt an der Spitze sind, alle noch Schröder-Leute sind, das muss man auch ganz klar sehen, in der SPD. Die SPD hat es bis heute nicht geschafft, sich personell davon zu lösen. Und wenn wir jetzt hier dazu übergekommen sind und wir feiern sozusagen, einige machen das zumindest in einem Land, wo ich auch kein Verständnis dafür habe, dass wir Riesenerfolge an den Arbeitsmärkten haben. Der Aufschwung, den wir an den Arbeitsmärkten haben, ist ein prekärer Aufschwung. Wir haben, und das ist ja das Schlimme daran, auf der einen Seite führt das natürlich zu Mehreinnahmen, weil man das in Summe sehen muss. Aber wenn ich heute Menschen ins Prekariat schicke, das heißt, sie haben zwar Arbeit, können aber von dieser Arbeit im Grunde genommen aufgrund der niedrigen Bezahlung nicht leben, dann programmieren wir damit bei diesen Menschen eine gigantische Altersarmut. Eine gigantische Altersarmut, das wird überhaupt in der politischen Diskussion, auch im Parlament, nicht beachtet. Wenn ich heute einem Menschen Arbeit gebe, irgendeine Arbeit, zu Stundenlohn von 5 bis 6 Euro, dann verantworten Sie als Politiker in diesem Land, dass Sie diese Menschen in die Altersarmut schicken. Darüber sollten Sie mal nachdenken, wenn Sie hier über Erfolge an den deutschen Arbeitsmärkten reden, die überhaupt nicht da sind. Die Arbeitsmärkte sind in Deutschland in einem katastrophalen Zustand. Angst als gesellschaftliches Steuerungsinstrument. Im August 2005 erschien im britischen Wirtschaftsmagazin The Economist eine Titelgeschichte zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das war für viele überraschend,
eine sehr positive Darstellung der Standortbedingungen unseres Landes. Die damalige rot-grüne Bundesregierung zitierte diesen Artikel ausführlich und immer wieder in der Wahlkampagne 2005. Im Online-Dienst der Bundesregierung hieß es am 18. August 2005: Deutsche Arbeitnehmer und Gewerkschaften hätten in den vergangenen Jahren ein hohes Maß an Flexibilität bewiesen. Deutschlands Konzerne seien erfolgreich restrukturiert worden und hätten ihre Kosten gesenkt, lobt der Economist. Und weiter. Das britische Wirtschaftsmagazin The Economist ist überzeugt, dass Deutschlands Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat und inzwischen wettbewerbsfähiger ist als etwa Frankreich, Italien oder sogar Großbritannien. Auch dank der Reformpolitik der Bundesregierung. Deutschland stehe vor einem starken Comeback, heißt es in der neuesten Ausgabe der renommierten Zeitschrift. Einer der Gründe, der die britischen Beobachter zu ihrer positiven Einschätzung brachte, war Hartz IV. Denn dieses Gesetz habe bewirkt, dass viele Beschäftigte die Folgen eines Arbeitsplatzverlustes stärker fürchten. Dies hat die Position der Firmen bei neuen Lohnverhandlungen gestärkt und die Macht der Gewerkschaften geschwächt. Der Economist hat recht. Die hohe Zahl der Arbeitslosen kombiniert mit der Drohung, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit auf das Niveau der Sozialhilfe abzugleiten, hat dazu geführt, dass quasi eine ganze Generation von arbeitenden Menschen ihrer Sicherheit beraubt worden ist, im Falle eines Arbeitsplatzverlustes nicht gleich deklassiert zu werden. Diese Beobachtung der Briten wird auch durch Erhebungen in Deutschland bestätigt. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger weist in seinem Minderheitsvotum zum Gutachten des Sachverständigenrats vom November 2005 darauf hin, dass der Ersatz der Arbeitslosenhilfe durch das Arbeitslosengeld II zu einer erheblichen Verminderung der kollektiven Absicherung eines Arbeitnehmers im Falle der Arbeitslosigkeit geführt und die Angst vor der Arbeitslosigkeit überproportional erhöht hat. Abbildung 12 zeigt deutlich, wie eng die Angst vor Arbeitslosigkeit mit der Entwicklung der Arbeitslosigkeit selbst zusammenhängt. Als zwischen 1997 und 2000 unsere Volkswirtschaft ein bisschen über dem Durchschnitt der vorherigen Jahre wuchs und die Arbeitslosigkeit leicht zurückging, sank prompt der Anteil jener, die Angst hatten. Als danach die Arbeitslosigkeit wieder stieg, wuchs die Angst vor Arbeitslosigkeit überproportional. Reformmaßnahmen wie die Entwertung der Arbeitslosenversicherung durch Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und Reformankündigungen wie jene, den Kündigungsschutz weiter lockern zu wollen, schüren diese Angst noch zusätzlich. Eine durchaus berechtigte Angst. Heide Pfarr, wissenschaftliche Direktorin in der Hans-Böckler-Stiftung, erklärte zu der Absicht der Großen Koalition, den Kündigungsschutz weiter zu lockern: Wir haben angesichts der Zahlen über die Dauer von Anstellungen ausgerechnet, dass 48% aller Entlassungen von der Neuregelung aktuell betroffen wären. Rund 30% aller Beschäftigten werden nie mehr in den Genuss des Kündigungsschutzes kommen. Sie werden immer in sozialer Unsicherheit leben. Eine ähnliche Wirkung wie die Lockerung des Kündigungsschutzes haben der Abbau der unbefristeten und gesicherten Arbeitsverhältnisse und der Ausbau von Minijobs und anderer sogenannter prekärer Arbeitsverhältnisse. Sie verbreiten Unsicherheit und Angst. Der Economist findet es gut, wenn die Menschen Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Und die Bundesregierung ist auch noch stolz darauf. Wie tief sind die Eliten bei uns und bei unseren europäischen Partnern gesunken, dass sie die Zunahme von Angst für etwas Positives halten? Man muss nicht einmal Ethik und Moral bemühen. Man muss gar kein besonders human denkendes Wesen sein. Man muss nur rechnen können, um das Lob für eine Politik, die Angst verstärkt, absurd und ignorant zu finden. Ich bin bei aller krisenhaften Zuspitzung im Grunde entspannt. Warum? Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Weil wenn die Krise größer wird, werden die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer. Karl Friedrich von Weizsäcker, eine Analyse aus dem Jahre 1983. Entnommen aus dem Gelben Forum.
Es ist bemerkenswert, was Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder unseres ehemaligen Bundespräsidenten, vor 25 Jahren in seinem letzten Buch schrieb. Von Weizsäcker sagte in seinem letzten großen Werk »Der bedrohte Frieden«, 1983 Hansa Verlag, innerhalb weniger Jahre den Niedergang des Sowjetkommunismus voraus und wurde dafür ausgelacht. Seine Prognose, auf welches Niveau der Lohn- und Gehaltsabhängige zurückfallen würde, wenn der Kommunismus nicht mehr existiert, war schockierend. Weizsäcker beschreibt die Auswirkungen einer dann einsetzenden Globalisierung, wiewohl es damals dieses Wort überhaupt noch nicht gab. Es folgen Zitate aus seinem Buch. Erstens. Die Arbeitslosenzahlen werden weltweit ungeahnte Dimensionen erreichen. Zweitens. Die Löhne werden auf ein noch nie dagewesenes Minimum sinken. Drittens. Alle Sozialsysteme werden mit dem Bankrott des Staates zusammenbrechen. Rentenzahlungen zuerst. Auslöser ist eine globale Wirtschaftskrise ungeheurer Dimension, die von Spekulanten ausgelöst wird. Viertens. Circa 20 Jahre nach dem Untergang des Kommunismus werden in Deutschland wieder Menschen verhungern. Fünftens. Die Gefahr von Bürgerkriegen steigt weltweit dramatisch. Sechstens. Die herrschende Elite wird gezwungen, zu ihrem eigenen Schutz Privatarmeen zu unterhalten. Siebtens. Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen, eine weltweite Diktatur einführen. Achtens. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels sind korrupte Politiker. Neuntens. Die Kapitalwelt fördert wie eh und je einen noch nie dagewesenen Nationalismus als Garant gegen einen eventuell wieder erstarkenden Kommunismus. Zehntens. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Biowaffen als solchen deklariert, aber auch mittels gezielten Hungersnöten und Kriegen. Als Grund dient die Erkenntnis, dass die meisten Menschen ihre eigene Ernährung nicht mehr finanzieren können. Jetzt wären die Reichen zu Hilfsmaßnahmen gezwungen, andernfalls entsteht für sie ein riesiges, gefährliches Konfliktpotenzial. Elftens. Um Rohstoffbesitz und dem eigenen Machterhalt zu dienen, werden Großmächte Kriege mit Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen führen. Zwölftens. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus das skrupelloseste und menschenverachtendste System erleben, wie es die Menschheit noch niemals zuvor erlebt hat. Das System, welches für diese Menschen verantwortlich ist, heißt unkontrollierter Kapitalismus. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte vor 25 Jahren, dass sein Buch, welches er als sein letztes großes Werk bezeichnete, mit Sicherheit von der Bevölkerung nicht verstanden würde und die Dinge somit ihren Lauf nehmen. Das deutsche Volk bewertete er wenig schmeichelhaft wie folgt. Absolut obrigkeitshörig, des Denkens entwöhnt, typischer Befehlsempfänger, ein Held vor dem Feind, aber ein totaler Mangel an Zivilcourage. Der typische Deutsche verteidigt sich erst dann, wenn er nichts mehr hat, was sich zu verteidigen lohnt. Wenn er aber aus seinem Schlaf erwacht ist, dann schlägt er im blinden Zorn alles kurz und klein. Auch das, was ihm vielleicht noch helfen könnte.